Dann sind wir auch schon wieder zurück und machen direkt weiter. Wir haben uns jetzt die Schneeanzüge geholt und können damit jetzt hoffentlich ohne dumm rumzurennen da draußen in der Kälte erfrieren. Ja, hoffentlich. Ja, es steht keine Temperaturanzeige da. Ja, bei mir auch nicht. Da hinten war doch vorhin ein Gebäude mit Schlüsselkarte. Ja. Das dürfte die Nebenmission sein, oder? Dann gehen wir da halt hin. Wenn wir es nochmal finden. Wenn. War jetzt nicht so schwer, die Karte. Ah! Ergehe im Fegefeuer der Verdammnis. Mit dem Flammensturm der Reinheit. Der Feuersturm der Reinheit. Wir waren hier durch dieses Gebäude gegangen. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstecken. Oder irre ich mich? Doch, doch, hier ja, ist es doch ist schon. Es, da ist es doch, ja. So öffne er die Tür. Verprügelst du immer die Wände und die Lüftungsschächte? Magst, wenn das kaputt geht. Dann kann schon nichts mehr durchspringen und mich erschrecken. Yep, optionale Mission, Vorratslager. Das sieht gut aus. Po 212. Oh, ein Sucherbot ist zurück. Ich glaube, ich bastel mir mal eine neue Waffe. Schon wieder. Aber ich brauche doch Abwechslung. Wenn ich mal wüsste, wie man sich ein Sturmgewehr baut. Olas-Kanone? Ich auch. Neue Rezepte. Handwaffe zur medizinischen Hilfe. So, ich habe mir jetzt mal was Abgefahrenes gebaut. Was denn? Ich habe relativ viele Ressourcen gekostet. Guck's dir an, mein Prachtstück. Moment. Ich könnte mir mittlerweile Mjölnir bauen. Mach einen auf Tor und bauen dir, komm. Nein. Such ja, wie gesagt, nach irgendwas Sturmgewehrartigem. Aber sowas ist nicht dabei. Solange bleibe ich noch bei dem, was ich hab. Was hast du dir denn gebaut? Eine Nietenpistole. Das ist relativ sturmgewehrartig, oder war das Einzelschuss und du hast schnell geklickert? Ich hab schnell geklickert. Ah, ich kann aber auch gedrückt halten, sehe ich gerade. Und was macht der zweite Schuss? Moment. Sieht nach Granatenwerfer aus. Hast du das selber zusammengebastelt oder das Rezept gefunden? Rezept. Das? Keine Ahnung, wo es das gibt. Nein, wie das hieß. Ach so, wie das hieß. Ja, du warst eben abgehackt. Moment, ich guck nochmal nach. Hab's mir nicht gemerkt. Ist auch schon. Oh, mein anderer Bot ist auch zurückgekehrt. Ah, cool. Dito. Oh, Pläne. Ich habe hier einen Plan namens Punkt, Punkt, Punkt und Röhren. Ja, den habe ich auch, aber wie heißt der, den du gebaut hast? Das ist, ich guck gerade noch. Ich hab so viele Pläne hier. Schwermetalldonne heißt der. Wie? Schwermetalldonne. Heavy Metal Sande. Den hab ich nicht. Was ist das hier aber, wenn da bei manchen da steht zusätzlicher Koop-Schaden? Ja, dann wird's wohl im Koop mehr Schaden anrichten. Warum auch immer. Weil das steht hier zum Beispiel. Bei Verzweiflung, Teamfavorit, eine Maschinenpistole plus Magnetrippe, speziell für Koop, modifiziert, um elektrischen Schaden zuzufügen. Na, frag mich nicht. Oder auch hier, speziell für Koop. Ich probiere die jetzt auf jeden Fall erstmal in der Praxis aus.
hier nicht weiter drin rum. Gehen wir hier in den Aufzug? Haben wir hier schon alles aufgesammelt? Ja, ich habe halt den das Ding abgespielt. Ist aber wirklich ein schickes Teil, was du da hast. Ich weiß. Sieht gut aus, ne? Wenn es jetzt auch noch nützlich ist. Ich hoffe doch. Ohne dich mit dem Granatwerfer selbst in die Luft zu jagen. Das ist mir im ersten Teil gar zu oft passiert. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Ich kenne mich. Wie fahren wir denn diesmal? Fahren bis zur Hölle. Ne, wir fahren nach oben. Sag ich doch, Hölle. Die Hölle ist nicht oben. Doch. Gut, die Hölle für Black Metal Fanatiker wie dich ist oben, ja. Geh nach Blaschwürk. Mai. Noch eine Anzugstation. Noch eine Waffenstation. Ist alles und eine kleine Mini-U-Bahn. Ist ja alles doppelt. Soll ich mal zu mir in die Mini-U-Bahn? In die Mini-U-Bahn? Ja, in die Mini-U-Bahn. Wieder so ein Ding. Wieso darfst du eigentlich immer steuern? Weil ich der Gott bin. Das ist aber alles gesperrt. Dann raus aus der Mini-U-Bahn. Dann müssen wir wohl die andere Tür oben nehmen, würde ich mal so behaupten wollen, ne? Also wieder hoch. Du meinst die, wo auch unser Kompass hinführt? Toll, der führt auch hin. Aufzug. Der führt nach draußen, weil da die Hauptmission weitergeht. Aber wir wollen ja die optionale Mission machen, ne? Mann, musst du uns immer so in die Irre führen? Mir erklären, wieso ich neben den zwei lustigen Lämpchen auf der Stirn noch an der Seite eins habe. Die oben sind, um bedrohlich auszusehen, und das an der Seite ist, um wirklich was sehen zu können. So. Warum siehst du dann kein bisschen bedrohlich aus? Ich habe ja keine so bedrohlichen Lämpchen. Ja, das ist es ja gerade. Warum hast du die nicht? Gerade du könntest die gebrauchen. Na, dann mal ab durch die Tür. Diese Tür. Ja. Sag doch was. Und wie ist deine Waffe? Kannst du jetzt noch nicht beurteilen, ne? Ja. Kurzschluss initiieren, ja. Bitte darum. Dann mach mal was Nützliches, genau. Wie ging das nochmal? Also. Die lustigen blauen Dreiecke finden, oder was das waren. Ist jetzt nicht so schwer. Da. Ich höre es wabbeln. Nicht? Hier geht gar nichts. Lügst doch. Nein, tue ich nicht. Ah, hier ist eine Leiter. Ja, hab's auch gesehen. Ich erstatte Bericht. Ja, zwei Kisten, die werfe ich mal runter. Hier und hier. Danke. Bitte, bitte. So bin ich, so gut bin ich zu dir, ne? Ich kann's nur immer wieder betonen. Die Waffe ist auf jeden Fall lustig. Aber machst du auch genug Schaden damit? Weniger. Aber da wir hier eh viel zu leicht durchkommen, nehme ich jetzt einfach mal die Waffe. Hinter dir.
Oh, ich gucke mal. Da hängt einer an der Wand. Hier. Hi. Ah ja, Mai, ist das ein niedlicher Bub. Oh, da ist noch eine. Okay. Auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Ach. Verdammt, Krankes. Mach uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant, bitte, Sir. Können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drin. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich! Okay. Was hast du getan? Ich habe den Aufzug aktiviert. Oder die Tür oder irgendwas. Ich hab unseren Rücken. Angriff abgewehrt, Sir. Ah. Ja gut, ich glaube, die Waffe ist nicht so nützlich. Ah, jetzt hör doch mal auf! Klingt dauert irgendwas, hüpft mich an. Guck mal, eine Marke. Ja. Guck mal, ein Buch über gefährliche Kampfstoffe. Cool. Hier ist ein Ding, wo man eine Batterie reintun muss. Hast du irgendwo eine Batterie? Hier oben nicht, nee. Da unten ist eine. Kriege ich von hier aber nicht gepackt. Hey, wir dürfen nicht rauchen. Ah, man braucht die Batterie, um wieder rauszukommen. Was denn jetzt? Treibst du da oben? Hä? Was du da oben treibst, bitte? Ich werde angegriffen. Ja, ich hier unten auch. Was, bitte? Wir sind hier nicht bei Left 4 Dead, ja? Nennen wir ihn, Dann sagt das ihm. Okay. Was? Ich hab doch mal das Rätsel gelöst. Hier will ich rein. Oh. Kennst du das, irgendwas? Wenn der partout nicht reingeht? Ja, dann brauchst du mehr Anlauf. Der Gleitgel. Anlauf statt Gleitgel. Ja. Oh, und jetzt? Repetiere. Ja, das war's in dem Raum dann. Ah, cool. Ach, da hinten ist noch so ein Ding. Ah, meins. Noch eine Tür. Das ist eine Seltenheit hier. Mein Aufzug. Ja, das macht mir das Ganze wieder unsympathisch irgendwie. Oh, hier. Ich schließ mal kurz. Mach mal. Das tut dein Vergnügen. Hier ist ein Deckenlicht. Ein Loch.
Da, wo kam der denn her? Verreck jetzt, die Sau! Hinter dir! Ah, es hat mich! Nicht mehr lang. Die Trotflinte lädt eindeutig zu lange nach. Ja, und dieses lustige Nagelgewehr auch. Also nicht nachladen, aber macht so wenig Schaden. Woraufhin ich wieder öfters nachladen muss, um die gleiche Menge Necromorphs zu töten, was dann wieder in der höheren Nachladezeit resultiert. Egal. Okay, Tür hier. Wer auch immer das Patent auf Schiebetüren hat in dem Universum, muss sich eine goldene Nase verdient haben. Wir wissen, was wir zu tun haben, ne? Alle Schiebetür-Entwickler der Welt aufkaufen. Ein Monopol von Schiebetüren für uns beanspruchen. Ja, und wieder weg. Neues bauen. Ich überlege mir tatsächlich, diesen Mjölnir zu bauen. Mach doch einfach. Ich glaub, aber dann fehlen mir halt vielleicht später die Ressourcen für irgendwas. Scheiß drauf. Wird sich jetzt Mjölnir gebaut, ich werde ab jetzt Thor genannt und wir suchen den Weg nach Asgard. Mindestens. Oder nach Sovngarde. Moment. Ab nach Valhalla. Ui, der sekundäre Angriff ist ein Nahkampfangriff. Ja. Der sogar aussieht, wie wenn Thor seinen Hammer schwingt. Was hast du bei Mjölnir erwartet, hm? Ich hätte nicht gedacht, dass die das so umsetzen. Bringt der Primärangriff überhaupt was? Ich habe da jetzt noch keine Effekte gesehen. Was? Von meinem Mjölnir. Der haut doch gut rein, oder? Ja, der sekundäre, ja, aber der Primäre habe ich jetzt noch nichts gesehen. Außer einfach an zu klumpen. Oh, fährt eine Torque-Stange los. Ich habe noch nicht mal eine gefunden bisher. Die musst du bauen. Ach so, das erklärt. Ein Schwermetall-Donner. Ja, kommt mir bekannt vor. Das Ding, was du da hast? Ja. Baue ich mir nicht. Ja. Zerleg's nachher auch wieder. Also Gitter kann man damit verschießen mit dem Stromding, aber ob das was gegen Gegner nützt? Nein, die sind alle voltresistent. Natürlich. Warum kostet das Ding in der Luft schwingen trotzdem Munition, auch wenn man gar nichts trifft? Weil es elektrisiert wird. Elektrifiziert wird. Ist gerade ein bisschen zu leise hier. Ja. Oh. Na komm, dafür ist der Sekundärangriff doch wirklich äußerst elegant. Ja, aber nach vier Schwingern musst du auch nachladen. Dem haut der rein ohne Ende. Ich gucke mal nach oben. Sekundärangriff kann man sich ja zweifelsfrei, wenn man weiß, wie auch an ein normales Wäffchen bauen. Sind ja alles nur Zusammenstellungen von irgendwas. Mach mal die Tür auf.
Nehmen wir wieder mal eine Badass-Waffe. It's raining Necromorphs. Halleluja. It's raining Necromorphs. Du darfst schon wieder Zeit verschwenden. Junge, 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 wir haben doch keine Zeit. Zeit ist Geld. Weiter geht's. Da hier überall explodierende Fässer sind, nehme ich an, hier findet gleich ein Angriff statt. Arena-Kampf. Gehe nicht nur davon aus, ich weiß es auch, dass der startet, wenn wir da unten dieses Terminal betätigen. Du sollst mir nicht das Spiel spoilern. Oh nein. Betätige mal das Terminal. Wir müssen zu zweit betätigen. Oh mein, das hat mich jetzt erschreckt. Kam so unerwartet. Okay, gegen die Kleinen ist der Stromschlag geil. Der springt anscheinend über oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Du bist ein Schamane, Kettenblitz, piu piu. Hinter dir, deck dir mal den Rücken ein bisschen. Ja. Hier! Brauch Hilfe. Danke. Ja, tust du? Ach, wir wollen weiter. Ja, wir wollen das Lager öffnen. Auch drücken, ja, sehr gut. Das war's schon wieder. Oh, verdammtes Inventar, warum ist es so klein? Oh, ein Zielfernrohr. Upgrade-Platine. Oh. Du kannst nicht widerstehen, oder? Nein. Wenn in einem Spiel ein rotes Fass vorkommt, dann ist es dafür gedacht, dass man drauf schießt. Oder sich daneben stellt und wartet und... Ja. Das kommt mir noch bekannt vor hier. Hier ist eine Dings da, Wubbel. Ja, Dings da, Wubbel, Wubbel? Achso, das meinst du. Ich für mich. Huch. Ah, jetzt hat gerade ein bisschen gehauen. Mach mal meine Boxen auf. Ich auch. Ich muss ja irgendwie das Inventar frei bekommen, ne? Und weg hier. Komm her, ich fühle mich so einsam und verloren. Moment, ich habe gerade ein paar Medikits wieder mitgenommen. Warum? Ich denke, die brauchst du nicht. Gerade habe ich mir alle, die ich hatte, verbraucht. Ah, Versage.
Na, du hast nicht auf mich aufgepasst. Du sagst, du schützt mir den Rücken und dann sterbe ich. Ja, weil du von vorne kam und übernommen hast. Hättest dir aber um Hilfe rufen können, ne? Ach, kommt schon. Eine Upgrade-Platine. Lebende Leichen. Boah, der ist genau auf mich draufgesprungen, die Sau. Sorgst sie mit deinem Mölnir. Mölnir. Na. Hier waren wir doch auch schon. Ja, jetzt geht's wieder zurück, würde ich sagen. Ist nur eine Vermutung, ich bin mir natürlich nicht sicher, ne? Jo. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Hauptmission weiter. Werden wir tun. Ja. Sicher? Ja. Was, wenn wir jetzt noch eine Zusatzmission finden auf dem Weg? Was dann? Dann machen wir jetzt die Zugangsmission, Zusatzzugangs. Ja. Jetzt müssen wir erstmal wieder den Weg zur Hauptmission finden. Ach, ich bin noch als dein mobiles Navi hier dabei. Hui, bin hingefallen. Bin schon wieder hingefallen. Oh Gott. Warum habe ich eigentlich so ein dickes A auf dem Rücken? A auf dem Rücken? Stimmt, da. Ja. So. Talachrote A. Talachrote A. Arschgeige. Oder so. Kommt denn der Wind auf einmal her? Der war doch gerade noch nicht hier. Weit droben vom Norden. Ach. Bleiben Sie dicht an der Felswand bleiben. Ach was, ich bin ein Rebell. Ich habe ein A auf dem Rücken. Ist halt das A-Team. A wie Vendetta. Oder so. Er lebt noch. Er lebt immer noch ein bisschen. Nicht mehr so viel. Wo war denn deine Axt hin? Ich möchte die rumwerfen. Verdammt. Ich glaube, der lebt noch hier, oder? Sehe eine Leiter. Ja, der lebt noch. Was ist denn hier oben? Ach, wir sollen hier oben lang. Dann gehe ich erst nochmal runter. Ach, du bist hochgeklettert, ja? Na, ich habe gedacht, da oben wäre irgendwas Optionales, aber der Weg sagt, wir sollen da sogar lang. Natürlich nicht auf den ganzen Loot verzichten, vor allem wubbelt's hier. Warum hörst du es wubbeln und ich nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich die Ressourcen nötiger habe oder so. Eventuell. Ich bin ein armer Schlucker, von daher. Naja, mal hochgehen. Ich glaube, jetzt kommt der Kampf mit dem Lastkran. Nicht spoilern. Wie siehst du denn hier außer dem Lastkran? Tja, damit will dir das Spiel sagen, du bist zu fett. Ich hab doch abgenommen. Hui.
Ja, ich fall dann mal. Ich schaffe das Quicktime-Event hoffentlich. Ich habe es geschafft. Meine linke Hand hat sich verkrampft. Verdammtes E-Hemmel. Wieder E-Hemmel. Gar nicht. Doch, ich zieh von draußen an der Tür. Wow. Denn du bist doch der Specki, der das Ding runter hat krachen lassen. Nee, nee, das warst du. Aus der Frage. Ohne Scheiß. Unten ist Zelle leuchtet wie an Weihnachten. Jemand scheint den Saft angedreht zu haben. Ich sagte doch, sie schafft's. Kommen Sie! Eine Höhle. Eine dunkle. Dunkel ist die Gange. Wow! Arm. Da ist die Höhle auch schon wieder frei. Schade. Mir hat sie gefallen. Ali! Seien Sie leise. Auf dieser Seite der Wand sitzen wir quasi auf dem Präsentierteller. Sie ist da drin. Aber wir werden sicher nicht durch die Vordertür reingehen. Okay, wir sollen mal wieder einen Aufzug benutzen. Halleluja! Hey, was? Damit eins klar ist klar. Wir kamen zu diesem zugefrorenen Scheißhaus, um die Marker zu stoppen. Und nichts, weder Sie noch Ihre Besessenheit von Ellie kommen mir in die Quere, kapiert? Ich weiß, wo du bist. Mein Gott, prügelt euch doch endlich, damit das rum ist. Mit dieser sexuellen Spannung hier, hey. Ich meine, einer bot schon zurück. Ich höre es natürlich schon wieder bubbeln. Nein, schade. Ich hab drei Bots. Aber du hörst nicht bubbeln. Doch, ich höre es bubbeln, aber irgendwo da drin. Hinter der Wand. Na komm, gehen wir mal da hoch. Ui. Häng ich schon wieder da irgendwo. Hilf mir. Halt voll der Hänge, ey. Das ist unfassbar. Wir brauchen einen neuen Plan, um da hochzukommen. Oh, Scheiße. Ach, komm, MacGyver finde ich. Ich nehme an, das Viech ist nicht gut. Warum rennt das auf mich zu? Weil du Isaac Clarke bist, der Nekromorph-Töter. Natürlich ist es bei so einem Kampf jetzt auch super, eine Waffe zu haben, die immer erst aufladen muss. Autsch. Das hat mich getroffen. Einfach die Tentakeln. Du machst es schon. Ich lenke einfach das Feuer auf mich. Welches Feuer? Ah, dann mach doch mal ordentlich, ey. Ruhig doch. Ich will diese Riesenkrabben. Ah, das war's. Ich hab's erlegt. Oh ne, doch nicht. Ah. Was will es von mir? Deinen Samen.
Warum? Ich will eine Armee von übermenschlichen Kriegern klonen. Hat mich umgenockt. Das ist eine gute Idee. Tja, ne? Mr. Geistesblitz. Oh ja. Ich bin absolut stolz auf dich gerade. Ja. Übrigens, wenn wir die oberen Tentakel vernichtet haben, kommen vernichtet. Aus deinem Mund welche raus. Ich weiß aber nicht wie. Ne, dein Chorpartner ist gestorben, steht da. Da steht auch, dein Chorpartner ist gestorben, das warst dann wohl du. Nein, bei mir stand das aber auch. Wir werden es nie erfahren. Oh, das Ding nervt. Ich kann so viel rollen, wie ich will, das wird nicht immer. Sucherbot zurückgekehrt. Oh. Ich glaube, wir haben's, oder? Das hatten wir vorhin auch schon mal so weit. Ja, gut. Stimmt, müssen wir das Nintendo typisch dreimal machen. Dieses Spiel ist nicht von Nintendo, auch wenn es so dann aussieht. Aber diese Regel halten sich viele. Ich habe keine Health Kits mehr. Oh, dein Partner ist eh gestorben. Okay, gut. Und bei mir eben auch, dein Partner ist gestorben. Jetzt steht oben rechts, du bist gestorben. Also ich. Da gibt doch alles keinen Sinn. Aber diesmal war es ich, der gestorben ist. Das hat Los drei lustige mir, Dinger im Maul, die wir wohl alle zerstören müssen. Ja. Mein Stasometer ist übrigens leer. Oh, doch nicht. Der lädt wieder auf. Los schon. Ich muss mich nochmal umlaufen. Ich habe eines der lustigen Tentakel in der Reihe. Ich habe keine Medikits mehr. Haut's ab? Ja, es haut ab. Sehr gut. Ah, es haben seinen neuen Weg eröffnet. Heil dir, Monsterkrabbe. All hail the Hypnotoad. Hypnotoad. Was ist da oben? Ich will auch gerade gucken gehen. Erstatte er mir Bericht. Zeug. Zeug? Ein Plan für ein Impulsgewehr. Oh, da muss ich hoch. Ein Textblock. Und nix mehr. Sicher? Doch, da oben ist noch eine Kiste. Hier hinten? Stasepack. Aha. Ja toll, Stasepacks 10. Oh, aber ein Artefakt war auch da. Das hatte ich bereits gesammelt, wie es aussieht, sonst hätte ich es noch gesehen. Ich denke, das ist für beide. Nee, im vorherigen Durchlauf. Das ist dann wiederum differenziert. Aha. Ja. Kommen wir zuvor. Mal wieder ein Aufzug. Kommt die Krabbe zurück? Oh, ist das langsam. Ich
Irgendwie ist dein Wirbelsäulen-HP-Anzeigending länger als meins. Weil bei mir alles länger ist als bei dir. Ne, wir sind körperlich sind wir sogar gleich groß, beeindruckenderweise. Stimmt, habe ich Plateau-Weltraumstiefel an. Natürlich. Zeig mal. Ja. 15 cm Absätze, mindestens. Hier, Bubbles. Bei mir nicht. Yeah! Yay! Wupp, wupp. Waren auf der anderen Seite von dem Zaun. Schnee. Ein Hauch von nix. Ah! Nix! Ficke. Ich meine, einen der Vergangenheit ist begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen diese Mission. Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp. Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Er rempelt dich an. Was für ein Riesenarschloch, hä? Mit einem kurzen Blick auf meine Uhr würde ich sagen, wir machen hier jetzt einen weiteren Cut. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 20.58 Uhr. Oha, dann wird's Zeit. Muss doch in die Haie. Der Sand.